Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, wir haben die Seeschauminseln erfolgreich passiert und was als nächstes passiert, sehen wir jetzt. Weiter geht's. Seeschauminseln. Ich bin nicht überrascht, dass es draufsteht. Machst du auch gerade Urlaub? Ich bin eher aus so einem Abenteuertrip. Ich muss die Top 4 irgendwann schlagen. Oh nee, hör doch auf mit deinem Tintacher. Los, Glurak, mach alle Flügelschlag. Obwohl, ich glaube, Schlitzer wäre auch angebracht. Gibt's bisschen hier Quallengelee. So, erster wird besiegt. Siepe ist als nächstes dran. So. Und dann geht's gleich mit unserem fetten Relaxo zu den Zinnoberinseln. Glaubt, da kriegt man sogar die Möglichkeit, ein Fossil wieder zum Leben zu erwecken. Eins haben wir schon, eins braucht man noch. Denke ich mal. Also ich weiß zumindest, dass es hier einen ganz coolen Steindrachen noch gäbe für uns, aber wir haben irgendwas anderes. Du kennst keine Gnade. Nein, niemals. Außer wenn man ganz lieb fragt. Natürlich möchte ich Surfer einsetzen und jedem Tentacher ausweichen, das mich angreifen will. So, eine kleine Insel, noch eine kleine Insel, noch eine kleine Insel. Wollt doch jetzt nicht kämpfen. Ich will einfach ganz schnell das Pokécenter links aufdecken. Nein, hat sich die einfach umgedreht. Auf der Zinnoberinsel befindet sich ein Pokémon-Labor. Ja, das ist gut zu wissen. Deswegen hättest du mich aber nicht angreifen müssen. Auch wenn du ein schönes Quapsel dabei hast. So, Flügelschlag. Na, also. Und ein Golking. Gol. Weiß gar nicht, wie das macht. Weil Goldini macht immer Goldini. Goldini macht der Golking. Ja, wahrscheinlich Golking. Kommt ja nicht mal zum Schuss. Na, nee, gut. Wieder alles platt gemacht. Gut gemacht, Glurak. Hast dir Level 67 echt verdient. Ja. Und Schwimmerin Melissa wird besiegt. Warte. Nee, ich warte nicht. Wieso hast du so wenig Kohle dabei? Also, wo sollst du die auch hinstecken bei deinem Outfit? Das ist richtig. Pokécenter. Einmal hochheilen, bitte. Dankeschön. Das Zapdos ist auch beruhigt, wieder am Leben zu sein. So, und dann brauchen wir eigentlich noch einen Arktos. Was lagern wir denn dafür ein? Pokémon bewegen. Das wollen wir haben. Und... Oh, das Lapras vielleicht. Obwohl Eis. Was kann fliegen? Glurak vielleicht. Erstmal das Lapras. Ich glaube, das hat Schade eigentlich. Ich brauche aber das Wasservieh. Ja, dann muss das Relaxo weichen. Relaxo tut mir leid, dann muss ich Surfer dem Lapras beibringen. So. Hast du viele Freunde? Ja, Dutzende, nein. Sich mit seinen nahen Freunden via Linkkabel treffen macht Spaß. Aber warst du schon im Connex Club? Wer weiß, vielleicht schließt du dort neue Freundschaften. Ich denke, ein Besuch im Connex Club ist seine Zeit wert. Ja, das magst du gern denken, aber ich glaube, da kriege ich keine Verbindung. Brichst du ihre Entwicklung ab, dann können deine Pokémon dennoch weiter Attacken lernen. Die weitere Entwicklung kann warten, bis sie neue Attacken gelernt haben. Okay, ganz hilfreich zu wissen. Ich wollte die Arena der Zinnoberinsel besuchen, aber die Türen sind verschlossen. Es muss irgendwo einen Schlüssel geben. Vielleicht in dieser abgebrannten Villa? Der Freund des Arena-Leiters hat dort gewohnt. Na gut. Wisst mal, was zu tun ist. Alles durchforsten, alles looten. Topschutz kaufen. In großen Mengen. Eine Hängematte voll Topschutz bitte kaufen. 56.000 Topschutz. Super. 80 brauchen wir nicht. 30. Auf jeden Fall. Wird das Leben erleichtern. Nein.
Haben Sie keinen X-Angriff? Es ist in Kämpfen sehr nützlich, ja nicht so wie ich spiele. Man sollte immer einige Items bei sich tragen. Ich krieg meine lispelnde Stimme gerade nicht hin. Hab mir versehentlich beinahe auf die Zunge gebissen, so sollte die nicht funktionieren. Pokémon Labor. Immer noch ein bisschen verschleimt, was denn los mit mir? Zweiter Versuch mit der lispelnden Stimme. Wir erforschen hier Pokémon. Wir erstellen oft Gutachten über seltene Pokémon. Oh, das war annähernd besser. Konferenzraum, dann wollen wir mal das Meeting springen. Hallo, willst du deinen Raichu nicht gegen einen Elektroball tauschen? Nein. Wenn du nicht magst, kann man nichts machen. Na wenigstens, Einsicht ist immer gut. Ich habe auf dem Mondberg ein seltsames Fossil gefunden. Du warst es. Ich denke, es stammt von einem seltenen Urzeit-Pokémon. Ich wette, wenn ich zurück zum Mondberg gehe, stehst du da immer noch rum. Besitzt du einen Blutzug? Willst du es gegen Tangela tauschen? Oh, prinzipiell ja, aber gerade nicht. Gerade nicht im Inventar. Ich finde es schön, wenn man das... Oder in den späteren Teilen kann man es, glaube ich, aus der Box direkt tauschen. Das finde ich besser. Tack, tack, tack. Ich kann einem Pokémon eine tolle Attacke beibringen. Die Attacke heißt Metronom. Könnte sie dir gefallen? Ja. Ja, ja. Welches Pokémon kann Metronom nix? Brauche ich wohl ein Togepi. Ich sage dir, es macht viel Spaß. Schön für dich. Evoli kann sich zu einem von drei verschiedenen Pokémon entwickeln. Ja, in dieser Generation sind noch viel mehr geworden. So, ist das eine Pfeife? Ja, eine Pfeife aus Bernstein. Hat wohl ein urzeitlicher Dinosaurier gern Pfeife geraucht und ist damit einfach eingeharzt worden. Bernstein ist ja nur hart gewordenes Harz. Sehr hart geworden. Sieht sehr schön aus. Hallo, ich leite hier die Forschungen. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Helix-Fossil. Oh, das ist ein Helix-Fossil. Es ist ein Fossil von Ammonitas, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Hilfe-Button, Hilfe-Button, Hilfe-Button. Danke. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja, gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Ich übergebe mich und er kriegt das Helix-Fossil. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Er hat eine komische Stimme gehabt. Oh, hier könnte ich ja auch einen PC... Ach, was soll's. Für einen Tangela mache ich alles. Zumindest, wenn es nicht weit entfernt ist. Ja, Pokémon bewegen. Wer muss dann kurz ausharren? Taubsi. Nein. Ja, Hilfe-Button. Hilfe-Button ist ja heute wie verhext. Ist sogar derselbe Controller. Da kann ich jetzt nichts machen. So, Blutzug bewegen. Ja. So, du kommst in Box 2, dass ich dich leicht kriege. Absetzen. Passt. Auf zum Blutzug-Tauschgeschäft. Dann können wir mal danach schauen, wie viel Pokémon wir eigentlich haben. Das Helix-Fossil kommt eins hinzu. Hier ist ja gar keiner, der einen Blutzug tauschen will. Tangela 1, Helix-Fossil 1. Paar haben wir gefangen. Ja, ja, hier. Hier kriegst du's. Da ist es. Ciao. Viel Spaß mit Norma. Ja. Verbindung hergestellt, das ist schön. Lokal klappt doch alles. Und komm her, du Turnschuhvieh. Haben wir, glaube ich, noch nicht gefangen, oder? Nee, wird mich überraschen. Die Turnschuhe kommen mir so bekannt vor. Spaghetti heißt es. Ist ja lustig. Sieht ein bisschen aus wie Spaghetti. Okay, hat sich nochmal freundlich bedankt. Pokédex-Eintrag, ich dachte, es gibt auch einen neuen. Gefangen 52, wir kriegen einen EP-Teiler. Wenn wir wissen, wo. Ich hab vergessen, wo. Ich weiß ungefähr, wo. Halbwegs. Können gleich hinfliegen. Apropos hinfliegen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, ein Taubsi, Tauboga. Es gibt noch kein Taubus. Wieder mitzunehmen. So. Pokémon bewegen. Tangela Merkel wäre natürlich auch ein schöner Name gewesen für das Pokémon. Aber wahrscheinlich zu lang.
So, rein mit dir und du kommst dafür wieder mit. Bestes Transportvieh bist du. Bei meinem Glurak, der soll Platz für Flammenwurf haben, den muss man jetzt nicht unbedingt mit Fliegen behelligen. So, Arena. Pyro, können wir den gleich fertig machen? Nö. Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er lebt hier seit Jahren. Das ist echt seltsam. So, da müssen wir rein, aber ich hätte ganz gern den EP-Teiler davor. Wir können fliegen. Es gibt zwei Orte, die ich vermute. Auf der Karte sehe ich das aber nicht. Vertania City könnte es sein. Dass man, wenn wir da rechts mit dem Zerschneider lang gehen, dass wir da irgendwie auf Waldhöhe dieses eine Gebäude hatten. Ich glaube, da war der EP-Teiler. Müssen wir mal schauen. Oder war das in der nächsten noch? Das sieht hier falsch aus. Vielleicht war es eine höher. Ah, deswegen ist Fliegen so praktisch. Kann man sich irren, aber nach vorne. Wir irren uns einfach weiter. Ich finde, das ist immer eine gute Idee. Dann gehen wir hier mal nach unten. Vielleicht habe ich ja mehr Gamer-Glück. Sieht schon so schlicht aus. Sieht schon so schlicht aus. Ah, sieht besser aus. Natürlich zerschneide ich ja damit. So, da unten war doch jemand, der hier einen EP-Teiler für mich hat. Entweder hier oder weiter unten. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weitere Spezialtechniken wie zum Beispiel den Zerschneider anwenden. Ah Mist, hier war der Zerschneider-Typ. Dann weiter unten. Wir können es probieren. Wieso merke ich mir sowas eigentlich nicht? Ah, hier drin vielleicht da oben. Hier unten. Mit der VM Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Aha. Ich habe das Gefühl, wir sind falsch. Weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe das Gefühl, dass wir falsch sind. EP-Teiler. Vielleicht zwischen Prismania und dem anderen Ding. So. Muss ja hier Safronia, links, rechts ist Lavandia. Nee, müsste links gewesen sein. Na gut, ich habe auch gedacht, dass es hier ist. Zumindest habe ich das Gebäude, was ich gemeint habe, gefunden. Aber da war es nicht drin, also war das auch irgendwie witzlos. Oh, hier ist ja gar niemand. Ist da noch einer? Hier beginnt Prismania. Okay, vielleicht im nächsten Durchgang. Kann sich ja hier nicht ewig versteckt halten. Können auch im Einkaufszentrum noch nach schönen Feuerattacken suchen. Irgendwas muss es ja bringen. So, und wir gehen mal nach oben. Wäre zwar nie gelobt, aber ich probiere es trotzdem. Ja, Münzamulett. Ja, danke. Nicht, dass da oben noch einer drin sitzt mit dem EP-Teiler. Nö. Wo sitzt denn der Typ? Wir gehen einmal noch nach rechts und dann gehen wir einfach weiter. Aber zuerst mal ein bisschen shoppen. Zuerst mal ein bisschen shoppen. Muss ich die jetzt wieder mit dem... Ah, da steht's, glaube ich. Zubehör für Trainer, Videospielshop, Geschenkartikel, Drogerie, Automaten. Hilft mir jetzt nicht. Vierter Stock wahrscheinlich, oder? Erster Stock, auch nicht schlecht. Kaufen. Brüller, Hyperstrahl, Schaufler, Durchbruch, Geheimpower, Anziehung. Nix weiter. War das alles? Das ist ja schwach. Wieso habt ihr keine besseren TMs? Oh. Oh, das bringt nichts. Aber danke. Trotzdem danke. Vielleicht war es doch unten in Fuxania City. Okay, wir haben noch zwei Orte, die wir abgrasen. Obwohl wir keine Kuh sind. Zumindest. Obwohl wir bereiten uns ganz schön Mühe, deswegen. Kann das doch sein. Safronia City und einmal nach rechts. Das wäre die eine Option. Ansonsten schau mal unten in Fuxania City mal ganz kurz nach dem rechten. Hier geht's nur durch, oder? Ja. Das wollte ich nicht. Dann schauen wir mal rechts auf dem Weg nach Lavandia. Ne? Auch nicht. Nicht mal ansatzweise Tunnel. Biker.
zum Glück schon besiegt. Auch besiegt, denke ich mal. Hast du einen EP-Teiler für mich? Nö. Der alte Mann bestimmt auch nicht. Aber wir sind schon in Lavandia. Na gut, dann können wir hier aber einfach nach unten gehen. Hört die Depri-Musik auch auf. Hier können wir noch hoch. Komm, Wissenschaftler. Nein, die gibt mir bestimmt keine EP-Teiler. Ist wieder so eine verzogene Göre. So, Angler, Angel. Jetzt muss nur jemand Surfer können, was? Ein Glück ist das eine VM. Surfer, auf jeden Fall. Nidoking kann's auch. Praktisch. Natürlich soll eine vergessen werden. Gibt's hier keinen Zertrümmerer in dem Spiel? Stärke, Zerschneider, Mega-Hieb, Doppelkick. Tut mir leid, Nidoking. Du bist so allumfassend nützlich. Das muss man auch ausnutzen. Hier. Dann hoffe ich mal auf einen Sonderbonbon. Bärtewechsel, ja toll. Dafür stehe ich nicht mal auf. Na, irgendeine TM halt. Wechselt Werte. Keine Ahnung, was es macht. Vielleicht das, was im Namen steckt. Vielleicht was anderes. Wir werden es eventuell erfahren. Eventuell nicht. So, hier kriegt man auf jeden Fall den Item-Detektor, wenn wir schon da sind. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisassistent. Wenn du mindestens 30... Ja. Ja, Detektor. Ja, dankeschön. Dankeschön. Einfach in die Tasche stecken. Auf dem Boden liegen oft Items, die man nicht sehen kann. Der Detektor spürt Items in deiner Nähe auf. Allerdings ortet er nicht die exakte Position. Er zeigt nur in die Richtung, wo das Item liegt. Benutze ihn, um dich zu orientieren und suche dann manuell. Wäre lustig, wenn sie hier oben ein Item versteckt hätten. Ich hätte das gemacht. Habe ich als Kind nie ausprobiert. So weit habe ich nicht gedacht. So. Detektor, 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 Detektor. Könnten ja auch alphabetisch sortieren, aber Kinder, die das spielen, kennen eventuell das Alphabet noch gar nicht. Dann könnten sie es ja dadurch lernen. Toll, haben sie hier nichts versteckt. Nichts. Story of my life. So, einmal weiterfliegen. Wir schauen noch kurz in und um Fuxania City. Und wenn das nichts wird, wird's halt nichts. Dann google ich in der Zwischenzeit und beim nächsten Mal haben wir dann eventuell einen EP-Teiler. Komm schon, der kann sich doch nicht sonst wo verstecken. Gehen wir hier hoch. Ja, erster guter Punkt. Mensch, wieso ist hier denn kein Wissenschaftler drin? Die sind nie da, wenn man sie braucht. Genauso wie, arbeitende Leute im Supermarkt. Finde ich auch nie. Aber nur, wenn ich da bin. So, da unten wahrscheinlich nicht. Hier oben nicht. Gibt's da rechts überhaupt? Ja, da gibt's noch ein Gebäude. Ah, letzter Versuch. Da sitzt ja einer. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisassistent. Ja, wir haben ihn gefunden. Ja, her damit. Ja, supi. Ja, redlich verdient, sehe ich auch so, her damit. Ja, wissen wir. Er teilt EP. Ja, danke. Red nicht so viel. So, EP-Teiler, wo ist denn der schon wieder? Müsste links dann sein, bei Sachen, die wir unseren Pokémons geben können. Alter, hab ich viel Mist im Inventar. Was leveln wir auf? Labras. Das kann sich nur anbieten. So. Dann fliegt man mal wieder auf die Zinnoberinsel. Pokémon Center haben wir ja freigeschaltet, indem wir drin waren. Glaub, so hat das funktioniert. Ansonsten steht uns nochmal eine feuchtfröhliche Überraschung bevor. Nee, hat geklappt. Hui. So. Dann ab ins Rattennest. Ich meine natürlich die Stadt brennender Leidenschaft. Nee, ich dachte hier in das abgeramschte Pokémon-Haus. Ja. Ich weiß, wir haben genügend Top-Schutz. Ich will erstmal sehen, was wir hier noch so fangen können. Und welches Level die haben. Gut, Level 28 ist ein bisschen witzlos.
damit können wir nicht mal viel EP kriegen. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Mein Labras freut sich, aber... Hilfe-Button, ich weiß nicht, das ist wie verhext heute. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken immer. Das ist eine gute Frage, wer würde das nicht tun? So, dann schützen wir uns mal. Ganzkörperschutz ein... Ganzkörpergummi eingesetzt, so. Wenigstens ein Trainer. Ich finde keinen Weg nach draußen. Der reinste Irrgarten. Ja, dann mehr suchen, weniger Kinder bekämpfen. Hey, du bist ein Dieb. Du siehst aus wie ein Dieb. Na, ja, man soll nicht zu vorschnell urteilen. Wo hast du denn das coole Glumanda hier? Das tote Glumanda, meinte ich. Ja, weiß ich nicht. Und sehr schön. Ein Glutexo. Oh, du hast nur zwei. Schade, ich dachte, du hättest auch einen Glurak. Na, egal. So, musst dir jetzt schon neue Pokémon klauen. Sehr schön. Und Arnie wird besiegt. Oh nein, meine Beute. Ja, Beute ist im Arsch. Da gehört sie nicht hin. So. Was bist du? Zink. Ich dachte, wir sind auf der Zinnober-Insel, nicht auf der Zinknober. Ja, es ist dämlicher Witz. War nicht mal ein Witz, war... Ich fand's lustig. So, weiter geht's. Ich glaube, hier haben sie irgendwas mit Mew erforscht. Calcium. Wir sind doch auf der Zinnober-Insel, nicht auf der Calcium... Ja, ich höre auf. Juli, der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Nice. Wie bringt das den Lukas hier weiter? Wisst ihr auch nicht. Okay, nach oben. Noch so einer. Dieses Gebiet hier ist riesig. Ja, ich hoffe, dein Geldbeutel auch. Papa braucht neue Schuhe. Ein Vulnona. Aber schlecht für mich. Da kann ich ja nicht einfach Feuer drauf atmen. Und die Schnauze wird durch den Filter nicht unbedingt besser. Schnell weg mit dir. Nein! Ach, setz doch keinen Bodyguard ein. Das zögert das Unvermeidliche nur heraus. So. Und Simon wird besiegt. Tschüss. Und 3300 Öcken für uns. Und ein Top-Trank. Den setzt man bei der Top 4 ein. 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Na, hat das wirklich das geboren? Schutz wirkt nicht mehr. Nicht mal ein Item ist hier. Top-Schutz. Bestes Item im ganzen Game. Dann kann man sich ja gar nicht konzentrieren, was man hier machen muss. Dich Hammer? War man schon unten eigentlich? Ja. Hier links? Ja. Vielleicht ganz unten jetzt? Ich weiß, die ganzen Schritte gehen von meinem Top-Schutz ab. Ich bin auch nicht begeistert. So, ein Teenager treibt sich hier auch rum. Fluchtseil für uns. Item für uns. Oh, Protein. Wir sind doch nicht auf der... Ja, ich lasse es. Protein-Oberinsel. Ach, Mist. Na gut, nach links können wir ja noch. Schalter. Was machst du hier drin? Oh, du hast mich überrascht. Ich dachte, du wärst ein Geist. Ja, ich bin zwar alt, aber auch noch nicht so alt. Leck mich. Und wieso siehst du so aggressiv aus? Ja, hast auch nur aggressive Pokémon. Deine Schlange hat zumindest genauso einen aufgerissenen Mund, wie du gerade hattest. Ja, Level 33 Rettern bedroht mein Level 67 Glurak. Nee, ist klar. Das ist wie so ein Elefant, der sich vor einer kleinen Maus fürchtet. Wie man es aus Cartoons kennt. Noch ein Retter. Ja, dann verwette ich einen Pumpernickel. Nee, weißt du, was war ein Pumpernickel? War keine Frucht. Ich verwette einen Penny darauf, dass es ein Arbok ist. Oder ein Radikal. Ganz, ganz wenig Geld, weil ich mir sehr unsicher bin. Radikal! Ha! Her mit meinem Nickel. So. Geschmorte Ratte. Für zwei Personen.
So fett wie die ist, reicht es auf jeden Fall. Sehr schön, sehr viel leckeres Fleisch dran. So, ich kann nicht gewinnen. Nee, keine Chance. Guck mal, was ich für Pokémon hab und schau mal, was du für einen Scheiß hattest. Nein, ich verbrauche ja Schutz, als wären's Unterhosen. Eine in der Woche. Nee, hoffentlich nicht mehr. Bitte mehr verwenden. So viel wie alle zulassen. Mist, wieso komme ich hier jetzt nicht mehr? Das ist doch... Muss ich jetzt nach oben? Ist dadurch was freigeschalten? Ach, das war hier ein Saftladen drin. Dabei habe ich nicht mal Saft bekommen. So. Kann man irgendwas machen, was uns weiterbringt? Nein! Mist. Schau, wieder einen Schutz praktisch verschwendet. Obwohl, war mal hier schon oben. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Das hätten sie auch weitermachen können. So teuer, wie das Zeug ist. Technik war wohl noch nicht so weit. Ja, auf jeden Fall. Schalter drücken. Wissenschaftler. Mein Mentor lebte ein Tier. Ja. Und nun? Bist du ein verrückter Wissenschaftler? Na gut, mit dem Elektro-Pokémon kommen wir gerade noch so klar. Na, wird sich das Labras aufreuen. Kriegt's ein paar EP mehr in dieser Episode. Dann verwende ich wieder einen Bruchteil eines Nickels, dass das letzte ein Magnetilo ist. Oder ein Elektroball. Nee, kein Elektroball, die Vorstufe davon. Voltoball, ja! Ich bin so gut geworden im Moment. Oh, ich habe Voltoball gemeint mit der Vorstufe von Elektroball. Ich hoffe, das ist richtig und nicht, dass das einfach zwei zufällig ähnlich getypte Pokémon sind. So. Ich glaube, ich spiele nachher Lotto. Oder investiere in eine Aktie. Aber dafür habe ich gerade kein Geld. Naja. Gibt auch noch andere Aktien, die schöne Töchter haben. Irgendwann schöne Dividenden abwerfen. KP Plus, ich habe keine Ahnung. Und Plus. Nein! Bleib oben. So, ich glaube, hier können wir runterhüpfen. Hui! Mist, das war, glaube ich, nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig war das. So wie ich nicht ganz richtig im Kopf. So, nach oben. Ach, ich darf wieder den Schalter umlegen. Weil ich das falsche... Oder? Schalter, Schalter, Schalter. Macht mir das Leben... Ja, Schutz wirkt nicht mehr, ich weiß. Wie habe ich mich früher ohne Schutz hier durchgequält? Na gut, ich habe es genutzt, um meine Party zu trainieren. So. In der Hoffnung, dass das jetzt was gebracht hat für uns. Kann man ja gleich sehen. Nicht die Treppe, sondern glaube... Ja, die Treppe. Und dann... müssen wir da vielleicht runter... Drücken wir mal. Geht das auf? Und jetzt... Ah, sieht besser aus. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Doch, ich suche einen Schlüssel, glaube ich. Offizieller Auftrag von einer, der, die mich angelabert hat. Elektroball. Dann hast du bestimmt noch einen Voltoball. Wird sich zumindest anbieten. Ich wäre ganz überrascht, hätte er so ein Magnetilo, so ein Magneton. Das wäre mal eine schöne Abwechslung. Oh, Smogmon. Na gut. Bei drei verließen sie ein. Kann ja nicht alles richtig erraten. Hui. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass er einen Smogmon hat. Das Spiel hat es wieder mal geschafft, mich zu erstaunen. Ramon wurde besiegt. Autsch. Ja, und packt nächstes Mal ein bisschen mehr Geld ein. So. Was haben wir hier? Carbon.
Aha. Hier geht's noch nach unten. Oh, das wird ja hier immer schlimmer. Wo bin ich hier gelandet? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mich dasselbe fragen. Ach, noch einer von den Klaumöpsis. Klaumöpsen. Oh, nicht schon wieder ein Feuer-Pokémon. Da muss ich immer ausweichen auf eine andere Attacke. Ja, ja, Angriff wird vermindert. Mal schauen, ob's der genug vermindert wurde. Nein. Leider nein, leider gar nicht, Fukano. So. Lapras, ein Level aufgestiegen. Und ein Ponita. Blitzer. Volltreffer. So soll das. Wunderbar. Und Ludwig wird besiegt. Autsch. Und fast 3000 Dollar. Sehr schön. Da unten ist noch ein Schalter. Hier ist irgendwas. Nein, Schutz wirkt nicht mehr. Top-Genesung. Ja, die bräuchte ich auch mal bei der nächsten Erkältung. Wirkt sofort, ist aber sauteuer. So, was machst du denn, du Schalter? So, dann kommen wir hier durch, oben nicht mehr. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So halbwegs zumindest. Nein, jetzt ist das Teil dazu. Soll das Teil dazu sein? Haben wir die schon besiegt oder war man hier noch? Nicht. Ich glaube, hier war man noch nicht. So. Dann lassen wir den kurz in Ruhe. Was haben wir hier? Blizzard! Sehr schön, das ist eine schöne Attacke. Schlechtes Entwicklerstudio inzwischen. Fragezeichenöffner. Ja, ich kann Fragezeichen öffnen. Und Solarstrahl. Da brat mir doch einer ein Hering. Das sind ja gut, Schutz wirkt nicht mehr. Na gut, dann würde ich aber tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Müssten ja auch mal mit einer ernüchternden Nachricht aufhören, dass Schutz nicht mehr wirkt. Setz mal vielleicht gleich noch das nächste ein. Nee, nicht vom Speichern. Gut, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.